ich bezeichne es als den Endgegner des Triathlonsports, weil... Ich glaube, das hier ist so die Königsdisziplin. Ich meine, 6500 Höhenmeter sind es, glaube ich, roundabout. Wir reden von 4 verschiedenen Klimazonen. Es gibt halt, glaube ich, nur knappe 260 Startplätze. 8000 Lose sind im Topf. Und die ersten 160 Finisher kriegen das sagenumwobene schwarze Finisher-Shirt. Norseman is a full-distance triathlon. It is different because it's more like an expedition. It's extremely demanding because the course is so hilly. The fjord is so cold. It's a finish line at top of a mountain, and we have all kinds of weather conditions. Full summer and then very heavy rain, freezing cold temperature at the bike and at the finish line at mountain Gaustatoppen. We can even have snow. You do this race together with your support. You couldn't do it alone. Sehr gut, weiter! Wouldn't be fun to do it alone, not safe to do it alone. It's really an experience that you share with family and friends. Und für uns war es schon wichtig, als wir das dann geplant haben, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir mit unserem Support da sind, dann wäre eigentlich so insgesamt eine familiäre, freundschaftliche Stimmung, dass man da gemeinsam abhängt und eben neben diesem gesamten Wettkampf eigentlich auch eine richtig gute Zeit hat. Ich glaube, die erste Stunde heizt du schon richtig auf, wenn du hier die ganze Zeit bergauf fährst und wenn du dann hier oben bist und dann Richtung Geilo runterfährst mit dem Up and Down. Wo runter? Richtung, wo fährt man runter? Also wenn es richtig Geilo nach, nach Geilo geht. Lars Wichert ist in erster Linie ein sehr, sehr guter Freund mittlerweile. Haben uns auch über den Triathlon kennengelernt. Kann man auch sagen, dass da eine gewisse Bewunderung bestand. Er hat bei seinem ersten Ironman, was dann der Ironman Hamburg war, mal kurz eine neue Weltbestzeit in der Altersklasse aufgestellt und den Ironman Hamburg gewonnen. Ich glaube nicht, dass es das schon mal gegeben hat. Ist, glaube ich, dreifacher Ruder-Weltmeister in verschiedenen Konstellationen. Und bringt eine gewisse Grundfitness mit. Das heißt ja aber noch nicht, dass ich mal eben in den Triathlon-Sport einsteige und da solche Ergebnisse ableiste. Macht mega Spaß, mit ihm zu trainieren, auch wenn unsere Leistungsbereiche mittlerweile ein bisschen weiter auseinander liegen, da er sich doch noch schneller, noch weiterentwickelt hat. Ja, irgendwie ist dann direkt der Funke übergesprungen. Wir waren irgendwie auf derselben Wellenlänge. Stefan ist ja so einer, der ja gefühlt gleich den Raum füllt und einen so richtig positiv vereinnahmt. Und viel schöner geht's, glaube ich, nicht. Von diesen Bergmassiven hier, wundervoll. Richtig cool. Mal was anderes, ne? Als Chlorbecken in Hamburg. Es ist für mich diese Leidenschaft, mich zu bewegen, mich auch in der Gegend zu bewegen, die draußen ist, die Natur zu genießen. Das ist das, was Spaß macht, der Prozess, sich weiterzuentwickeln in dem Sport, in seinen eigenen Leistungen, in den Geschwindigkeiten, in neuen Strecken, in neuen Profilen. So die Grenzen auszutesten, was schaffe ich noch aus meinem Körper herauszuholen, obwohl ich auf einer Sparflamme trainiere. So, das sind so das, was mich absolut antreibt. Das in Kombination mit Reisen und Freunden, mit denen man das teilt, kann ich mir nicht viel, viel Schöneres vorstellen. Hier ist es so, dass ich mit meinem Support-Team eine Strategie entwickeln muss, dass ich immer zum richtigen Zeitpunkt Kohlenhydrate und Flüssigkeiten aufnehmen kann. Wenn das nicht funktioniert, dann steht man recht, recht blöd da. Das heißt, es muss jemand sein, auf den man sich verlassen kann. Es muss jemand sein, der auch im Zweifel eine Entscheidung trifft, um einen da ans Ziel zu bringen. Also es geht nicht ohne Support. Mein Supporter ist mein Bruder. Nachdem er gesagt hat, er hört auf mit dem Leistungsrudern und kümmert sich um Familie, hat er danach angefangen mit dem Triathlon und steht jetzt hier beim Norseman. Also für ihn ist es immer ein Antrieb, unter die Besten zu kommen, auf jeden Fall. Ich glaube, Stefan ist ein guter Gegenpol zu Lars. Er ein bisschen lockerer drauf als Lars, hat auch immer einen guten Spruch parat. Der hinter mir hat ein Schokoeis, ne, für nächstes Mal. Stefan ist irgendwie so für mich der große Bruder, den ich nie hatte, und ich vielleicht sein kleiner Bruder, den er nie hatte. Das Rennen, das war einfach nur Genuss, ohne Scheiß, aber die Vorbereitung dazu. Mitunter vielleicht das Stressigste, was ich jemals mitgemacht habe. Wir dürfen das nicht vergessen, das darf nicht vergessen. Wir müssen das noch machen, wir müssen da noch hin. Wir müssen das Rage Briefing, wir müssen das Fahrrad einchecken, wir müssen das, wir müssen dieses, haben wir alles. Wie bauen wir morgen ab, damit wir rechtzeitig an der Fähre sind?
kannst mir zwischendurch natürlich schon mal ansagen, ne, wie ich, ja, so, ich, wo ich so platzierungsmäßig, genau, bin. Mega viel Zeit haben wir nicht. Halbe Stunde. Start number? Are you ready? I'm not sure if we're ready for this. Hast du das Klopapier hier? Sonst gehe ich hier hin. Lass das rocken. Sehr gut aus. Ich kann dir das Ding anlassen. Gut. Schön umgefahren. Ja. Das holen wir uns jetzt. Auf geht's. Als er rauskam aus dem Wasser, war er schon gut platt. Wir fahren jetzt Kilometer 20. Da ist die erste Verpflegung. Wir sagen ihm natürlich, dass er ein bisschen weiter hinten ist. Dann macht er ein bisschen Boden gut. Nervosität steigt. Sehr gut! Weiter! Los,
Sieht gut aus. Seit der ersten Verpflegungsstation hat er nochmal 5 Plätze gut gemacht. Ist jetzt auf Platz 5. Sind jetzt 60 Kilometer vor Cut-Off mit dem Bike. Dann kommt der Wechsel. Und dann mal gucken, was beim Laufen noch geht. Es ist nicht so viel vor dir. Ja, super ärgerlich. Wir haben gerade irgendwie Stefan verpasst beim Verpflegungspunkt, wo ich nochmal Salz und Nutrition anreichen wollte. Das haben wir jetzt verpasst. Er wollte auch gerne einen Riegel haben, hat er vorhin gesagt, weil natürlich jetzt gerade alles bergauf war. Jetzt geht es ein bisschen bergab. Ja, ich hoffe, jetzt dass wir ihn schnell einholen. Was sich aktuell ein wenig schwierig gestaltet, da vor uns einfach brutal viele Autos noch sind. Das Dumme ist, er denke, dass wir da standen. Danke, dass ihr weiter gefahren seid. Da oben, wie gesagt, wäre ein Stopp gewesen. Marathon geht noch und dann berg hoch. Ich hab keine Lust. Nee, ich brauche erstmal nichts zum Trinken. Ich kann den Lenker, ist immer so fahren, immer so gegangen, weil ich so gezittert habe. Die Mütze auch jetzt schon auf? Ich brauche alles neu, neue Socken. Hello again. Hey, how are you? Like you, I guess. Wet. Yeah. Was meinst du? Stefan. That looks alright. Also da super Laufbeine. Fühlt sich alles sehr gut an. Nach den 180 Kilometern, ich weiß gar nicht, glaube ich jetzt Platz 40, 43, ein bisschen was verloren beim Rad. War jetzt aber auch brutal schwierig, Regen ohne Ende, nur bergab. Ein bisschen defensiver gefahren, aber letztendlich macht einen guten Eindruck.
Ich bin mal gespannt, was kommt. Gerade steht so ein bisschen zur Diskussion, das Diskutieren den Berg zu schließen. Das ist auch bei Stefan angekommen. Und gerade so ein bisschen Druck, glaube ich, auf seine Stimmung gerade. Schokoeis? Ja. Snickers? Ja. Wasser ist es erstmal. Du bist es gesehen. Bin gespannt, wie Lars gleich drauf ist. Ja, nach dem Hoch. Beim Laufen kam gerade ein Tief. Irgendwas liegt schwer im Magen. Gleich kommt der Zombie. Das wird schon ein harter Kampf jetzt für ihn. Aber aktuell habe ich nicht das Gefühl, da bin ich eher der Hase. Na gut. Die denken, das ist alles top. Da geht's so weiter. Ciao. Der rennt hier hoch, wie vorhin in der Ebene. Kannst du sehen, wie die Platzierung ist aktuell? Lars 5 oder was? So defensiv gemacht. Und dann kam ein cooler Spruch und ein Kilometer später lagst du über der Bande. Wollen wir los? Kannst du dich ein bisschen beeilen? Ja, warte. Mein Trainingszustand ist Schlaf. Viel Spaß, viel Erfolg. Und ich auch. Jeden Meter, den wir hier rausfahren, müssen wir wieder rein. Ich bin der Nordmann! Darf ich vorstellen? Die Maschine, Firma Kramer, 43 Jahre alt. Noch nicht. Ich glaube, das darf man auch mit Stolz tragen. Sonst sind philemische T-Shirts immer so ein bisschen verpönt.